Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Schauen wir mal, was haben wir hier? Okay, passt schon. Oh, ist das weit? Ah, oh, schon. Und es gibt hier kein Auto. Toll, gut, dann haben wir keine andere Wahl als zu laufen. Glücklicherweise müssen wir dann nach oben. Wo geht's hier nach oben? Nirgends so richtig, hä? Dann müssen wir eben laufen. Bisschen merkwürdig, aber okay. Hier können wir rauf. Mit den Texturen los, ist ja katastrophal. Ich meine, das ist ja in Ordnung, aber das. The fuck? Wenn das wenigstens irgendwas wäre, wo der Spieler sowieso nicht hinkommt, wo man sie nicht sieht, aber. Warum? Hier kommt man ja hin. Das ist extra dafür gemacht, hier rauf zu klettern. Dann klatscht einem so ein Gatsch ins Gesicht. War doch nicht ganz so weit, wie ich dachte. Aufpassen, wo die hier sind. Vermutlich da oben. Aber noch ist hier niemand zu sehen. Das so mehr geben muss als nur den einen. Ja, gut, dass wir den noch nicht erledigt haben, sonst hätten wir schon ein Problem. Das hilft mir nicht sonderlich, ehrlich gesagt. Toll, ist wohl auch schon wieder vorbei. Hier wird's mir langsam zu krank. Selbst für mich. Ich hoffe, das sind. Ja. Okay. Jetzt bist du dran. Das hat schon geholfen. Geht doch. Hey Jungs, danke Jungs. Okay. Das hätten wir. Wir haben ja schon einen guten Teil gesäubert. Poker. Da wäre ein Funkturm. Schauen wir mal, mehr Funktürme erobern ist eh ganz gut. Oder befreien oder wie auch immer.
neuer Fähigkeitspunkt. Gibt es auch neue Fähigkeiten zur Abwechslung? Weil sonst bringen wir die relativ wenig. Aber nein, natürlich nicht. Ich habe 3 Fähigkeitspunkte und 2 Fähigkeiten, die ich, naja, kaufen kann. Großartig. Großartig. Bisschen zu viele Skillpunkte für bisschen zu wenig Skills. Geh raus da, Mann. Komm. Sieh mal einen an. Eine Limousine mal. Sowas Luxuriöses gibt's hier. Boah, die haben hartes Holz hier. Das ist der richtige Weg. Wow. Ups. Passt das schon? Jo, wenn wir nochmal raufkommen. Es war ja klar, dass man es hier nicht drauf lässt. Es war ja so klar. Müssen wir halt woanders einen Weg suchen. Mhm. Mist. Wird es das? Ja, weil ich mal wieder nicht. Also irgendwie ist das aus der Hüfte ziehen hier ganz, ganz übel umgesetzt. Obwohl man eigentlich auf diesen kleinen Bereich von Fradenkreuz ja alles Mögliche treffen können sollte, ist ja äußerst schlecht gemacht. Wenn man einfach irgendwo hinschießt. Man ballert, 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 aber kein Treffer, nö, nö, kein Treffer. Irgendwo hin. Okay. Ziegeln ist ja auch nicht ganz so einfach, weil die Maussteuerung irgendwie träge ist. Die schwimmt irgendwie ein bisschen. Und ich habe keine Ahnung warum. Etwas Sinnvolles hier machen. Und den Außenposten werden wir uns auch gleich schnappen, würde ich mir sagen. Flammenwerfer gratis, ganz toll, aber was soll ich damit? Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Alles klar. Hier ist der Außenposten. Da ist er, okay. Ah!
Ah, da sind wir auch schon. Da haben wir schon mal 4 und einen Hund. Großartig. Shit, das haben die gemerkt. Ist nicht gut. Warum sehen die mich durch den Baum? Was für eine Scheiße einfach mit. Nee. Ah, die kommen wirklich, scheiße. Beeil dich, Mann! Glaub's ja nicht. Erstmal alle Gemütlichkeit hier. What the fuck einfach. Und die haben Molotov-Cocktail auf mich geworfen? Ach, beeil dich. Mr. Penner. Ja, wirklich, die schmeißen mit Molotov-Cocktails. Alles klar, aber vielleicht steigen wir doch auf irgendwas und was. Bisschen schneller schießt. Heilen. Ah! Ja. Okay, kein Kommentar. Er fängt einfach wieder an zu brennen. Alles klar. Kenn mich aus. Muss ich das jetzt verstehen oder? Also, irgendwie kommt mir das Spiel ziemlich verbuggt vor. Früher war das nicht so. Haben die irgendwas geändert noch? Nachträglich? Also ich verwette meinem neuen PC drauf, dass das früher nicht so war. Komm her. Komm! Und natürlich sehen sie einen auf dieser Distanz, ist eh klar, ne? Auf die Distanz. Im Dunkeln, im Dschungel merkt man das natürlich sofort. Wir sind in einer halben Minute da. Gut, dann hält man sich einfach nicht mehr zurück. Dann sitzt halt nicht mehr jeder Schuss, ist mir egal. Komm her, du Penner. Eben auf die brutale Art und Weise, ist mir recht. Wo sind da noch welche, bitte? Halt jetzt mit Kugeln gespickt. Oder mit einem Messer. Wo seid ihr, ha? Wo seid ihr?
Molotov Typ. Brenne, brenne. Verballert das komplette Magazin und er stirbt einfach nicht. Ne? Alles klar, Zeit, eine neue Waffe zu kaufen. Diese Waffe ist absoluter Schrott. Absoluter Schrott. Geh rein da endlich, los! Dafür bin ich gemacht. Was gibt's noch? Irgendwas, was auch ein bisschen. Ja, Damage, ja, ich glaub's auch. Angeblich sehr hohe Genauigkeit und hoher Schaden. Ja, das habe ich gemerkt. Schaden ist gleich null. Wenn ich mit Bohnen schieß. Nee. Toll. Das Ding ist auch deutlich besser. Und jetzt halt die hier. Das will ich auch hoffen für euch. Den einzunehmen war nicht einfach. Mein Bruder. Lange her. Der nächste Außenposten. Wenn wir sich den auch gleich mal holen. Gleich mal ausprobieren, ob die neue Waffe wenigstens was taugt. Oder ob die auch so ein Schrott ist. Ob die auch nur so ein Erbsen, so eine Erbsenkanone ist. Alter, wo fährst du hin? Fahr nicht geradeaus, okay. Wohl noch zu jung für den Führerschein. Tolle Geländewagen sind das. Können wir denn nicht einmal diesen Hügel da hoch? Was für ein Schrotthaufen. Alter. Und niemand zu Hause, ja? Das ist sicher noch mehr als die beiden Penner. Viele. Und tierische Hilfe brauchen wir ja auch nicht erwarten von zwei Kojoten. Ja, ein Leckerbier.
Alter, willst du nicht irgendwann noch einmal weggehen wieder? Nett zu mir! Toll. Einer weniger. Und die anderen werden noch. Der andere wird das auch nicht lange machen. Ja, jagen. Sehr gute Idee. Jetzt sind wir das etwas gebracht. Wenn es auch nur das war. Natürlich. So platziert, dass man nicht hinkommt. Na, ja, natürlich haben sie es gemerkt, ne? Der ganz hinten hat es natürlich gesehen. Aus. Allerdings haben wir jetzt kein Unentdeckt bekommen, oder? Nein, kein Alarm ausgelöst kriegen wir natürlich. Aber okay, wir haben zumindest den Außenpost noch. Boah, ein weiterer Fähigkeitspunkt, den wir nicht ausgeben können. Gut, das heißt im nächsten, das war's eh für mal für diesen Part. Im nächsten Part geht's mal weiter mit der Story, damit wir die Fähigkeitspunkte auch irgendwann mal einsetzen können. So, also ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, dass die nächste Folge besser wird. Ciao!